Der Bund der katholischen Jugend, kurz BDKJ, und das bischöfliche Jugendamt hatten wieder zur Jugendwerkwoche eingeladen. Hier haben Mitarbeitende der kirchlichen Jugendarbeit Gelegenheit, sich über Ideen auszutauschen und neue Impulse für ihre Arbeit zu bekommen. Bei der abendlichen Vesper war die Kapelle im Augsburger Haus St. Ulrich bis zum letzten Platz und darüber hinaus besetzt. Eine kleine Pause zum Ende des Studientages und vor der Preisverleihung des Bischof-Simpert-Preises, der dann im Anschluss verliehen wurde, zum 22. Mal seit 1997. Eigentlich sind es 3 Preise und bei 25 Bewerbern war die Auswahl für die Jury dieses Jahr besonders schwierig. Es war wirklich ein spannender Juryabend, weil wir insgesamt zum einen begeistert waren von den Projekten, aber halt trotzdem in der Not waren, eine Entscheidung zu treffen. Und man kann sagen, wir alle stehen hinter den Entscheidungen wie eine Eins, aber es gab doch so für den einen oder anderen noch einen Favoriten, den er gerne ganz vorne gesehen hätte. Aber so ist es, man muss dann zusammenfinden, abstimmen und dann das Ergebnis, wie gesagt, nicht nur akzeptieren, sondern wir können es sehr gut mittragen. Es sind wirklich wunderbare Projekte eingereicht worden. Alle, die hier ein Projekt eingereicht haben, sind Gewinner und bekommen eine Urkunde für ihre Teilnahme. Denn darum geht es doch, sich zu engagieren. Ich glaube, es sind super, super viele engagierte Leute hier, die auch sehr, sehr gute Ideen haben und die sich ruhig mal trauen dürfen, diese eben auch umzusetzen und sich trauen dürfen, da mal anzufangen. Weil, wie gesagt, es sind so viele tolle Ideen da, die es wirklich nur umzusetzen gilt. Und ich glaube, das fehlt manchmal so ein bisschen der letzte Antrieb, dann zu sagen, hey, ja, ich traue mich mal, was Neues zu machen. Und vielleicht geht es auch schief, man weiß es nicht. Das ist immer bei was Neuem spannend. Aber dann hat man es ausprobiert und man weiß es, ob es klappt oder nicht. Und dann kann man auch sich immer wieder was Neues überlegen, das ist ja auch das Tolle an der Jugendarbeit. Es wurde spannend. Mit dem Innovationspreis wurde die Kolping-Jugend im Diözesanverband Augsburg ausgezeichnet. Ihr Projekt Glauben ökologisch leben, eine spirituelle Aktion in der Fastenzeit, die mit sozialen Medien maximale Aufmerksamkeit erreichen konnte. Der spirituelle Sonderpreis ging an das Sternsinger-Team der Pfarrei St. Peter Dillingen und Regens Wagner Dillingen für ihre inklusive Sternsinger-Aktion. Die Idee: Mach aus der Not eine Tugend, mach aus zu wenigen Sternsingern in der Pfarrei viele Sternsinger, die gemeinsam in Dillingen eine inklusive Sternsinger-Aktion durchführen. Und last but not least, der Bischof-Simpert-Preis. Die Begründung der Jury? Ausschlaggebend ist vor allem, dass hier nicht Profis etwas veranstaltet, vorbereitet und durchgeführt haben, sondern die Jugend für Jugend. Sie waren selber die Akteure. Das ist das eine, dass wir gesagt haben, das verdient Anerkennung und oder Respekt. Es ist gut auch zu übernehmen, nachzuahmen, wenn man so will. Und zum anderen ist vielleicht überhaupt eine Frage der Jugendarbeit in unserem Bistum, dass wir Glaube und Leben miteinander verbinden. Also auf der einen Seite der Schwerpunkt ist ja das TC-Gebet, der geistliche, spirituelle Akzent, die Gemeinschaft da zu finden und zu stärken. Und auf der anderen Seite dann eben so etwas wie ein Fußball-Weltmeisterschaftsspiel miteinander anschauen und feiern. Das ist im besten Sinne Jugendarbeit, wie wir es im Bistum Augsburg gerne sehen. Der Bischof-Simpert-Preis ging an den Arbeitskreis Jugend der PG Utting-Schondorf mit dem Projekt TC am See, Deutschland Ole. Dabei wurde das TC-Gebet an den Badesee verlegt, dahin, wo junge Menschen im Sommer gerne sind. Und weil gleichzeitig Fußball-WM war, wurde noch zum Public Viewing eingeladen. Das ist super, ich bin jetzt total überrascht, weil ich habe ehrlich gesagt gedacht, nachdem die ganzen anderen tollen Projekte vorgestellt wurden, so unser Projekt war schön, hat Spaß gemacht, aber es gibt noch viel schönere Projekte und dass wir jetzt diese 500 Euro mitnehmen dürfen, ist echt Wahnsinn. Ich finde es schön, dass es eine tolle Anerkennung ist für die wunderbare Idee, die hatten. Und sie haben viel Energie und Liebe da reingehängt in das Projekt. Und es freut mich jetzt einfach, dass es gewürdigt wird und als Vorbild natürlich auch für andere Vereine. Wir sind schon in der Planung, für die Aktion zu wiederholen. Das wird natürlich dieses Jahr mit dem Deutschland-Ole ein bisschen schwieriger, weil keine Fußball-WM stattfindet. Aber wir haben auch noch andere Projekte. Wir veranstalten ein Jugendwochenende. Gestern hatten wir einen Jugendgottesdienst mit einer Band. Und da können wir die 500 Euro natürlich sehr gut gebrauchen. Nach der Preisverleihung ist vor den nächsten Projekten. Wir freuen uns auf gute Ideen für das nächste Jahr.